Hey und herzlich willkommen. Stürmische Begrüßung bei Husky Themen leicht gemacht. Guri zählt schon den Karton her. Ich habe den gerade eben nur schon mal aufgemacht. Hey, denn es gibt ein Unboxing des Hunderunde-Paketes. Also ich habe ein paar Sachen dort bestellt. Und das machen wir jetzt mal auf. So, hier auch direkt auf dem Karton steht auch noch was über Hunderunde. Das lese ich jetzt auch gleich mal vor. Hunderunde, wo alles begann. Die Idee hinter Hunderunde entstand in einer Pizzeria in Bonn. Luis erzählte Fabio von seiner Reise durch Asien. Dort erlebte er, dass Hunde nicht wie Lebewesen, sondern wie eine Sache behandelt wurden. Die beiden tierverliebten Freunde beschlossen an diesem Abend gemeinsam etwas dagegen zu tun. Sie buchten 2 Flugtickets und flogen nach Rumänien, um sich das Problem der Straßenhunde mit eigenen Augen anzuschauen. Der Grundbaustein von Hunderunde war gesetzt. Den beiden Gründern von Hunderunde war es von Anfang an wichtig, neue Wege im Tierschutz zu gehen. Hunderunde ist ein soziales Start-up, das zeigen will, dass wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele Hand in Hand gehen müssen. Mit unserem Ansatz erhoffen wir uns auch, andere Gründer dazu zu ermutigen, kreative Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu finden. Wenn viele Menschen kleine Dinge tun, entsteht etwas Großes. Das ist die Vision der Hunderunde. Also Hunderunde verkaufen einige Sachen, vor allem Armbänder, aber es gibt auch Leckerlis, Schnüffelteppiche. Dann gibt es auch für die Hundebesitzer zum Beispiel Kleidung, Bücher oder Gutscheine kann man dort auch verschenken. Und bei den Armbändern ist es so, da kann man sich seine eigene Hunderasse zum Beispiel aussuchen und das wird dann in dem Armband ausgelegt. Also, wenn man seinen eigenen Hund quasi immer am Handgelenk tragen möchte, dann kann man dort seinen eigenen Hund als Armband kaufen. Ich zeige euch aber gleich ein paar Beispiele, dass ihr seht, was ich meine. Ich habe nämlich hier ein Husky-Armband aus offensichtlichen Gründen. Ein Hund ist bereit zu glauben, dass du bist, was du denkst zu sein. Hier steht auch nochmal, was das Armband bedeutet, aber ich zeige dann erstmal das Armband. So, hier sind die Armbänder dann drin. Gurke verdeckt wieder alles. Ah nein, hier sind nicht die Armbänder drin, sondern hier ist ein Napf drin. Diesen Napf kriegt man nämlich, wenn man über 70 Euro bei Hunderunde bestellt. Ein Napf, der nicht nur deinen Hund füttert, sondern auch einen Straßenhund in Rumänien. Weltweit gibt es zu viele Menschen, die unter den schlimmsten Bedingungen arbeiten müssen und trotzdem kaum ihre Familien ernähren können. Wir wollen die Familien vor Ort unterstützen. Dieser Napf wurde in Indien unter fairen Bedingungen und mit überdurchschnittlicher Bezahlung hergestellt. Mit diesem Napf fütterst du nicht nur Hunde in Not, sondern unterstützt zusätzlich auch Familien aus sozial schwachen Verhältnissen. Das ist ein relativ großer Edelstahlnapf. Steht hier nochmal Hunderunde. Hier sind ein paar Hunde drauf. Und hier steht nochmal, wir gehen neue Wege. So, dann zeige ich erstmal noch ein paar Leckerlis. Ich habe nämlich noch ein paar Leckerlis dazu bestellt. Hier gibt es die Hunderunde Hundehappen. Da habe ich einmal hier Morgenmuffel. Das ist mit Kartoffeln, Apfeltrester, Birnentrester, Fitmischung, Ginseng, Rosenwurz, Rosmarin. Und hier steht, ein Beutel gleich eine Spende, also ein Tag Futter für einen Straßenhund in Not. Mit geretteten Zutaten aus der Saftindustrie, ohne Zusatzstoffe
und nachhaltig in Norddeutschland produziert. Von denen habe ich 3 Stück. Also ich habe Morgenmuffel war das. Dann habe ich hier Schlafmütze. Das ist mit Reismehl, Biertreber, Bierhefe und eine Relax-Mischung aus Melisse, Baldrian, Hanf und Kamille. Und auch hier wieder ein Beutel, gleich eine Spende. Und dann habe ich noch die Sportskanone, die auch perfekt zum Husky hier passt. Die kleine Gori ist nämlich eine Sportskanone. Das ist aus Karottentrester, Kartoffeln, rote Beete-Trester, Konzentrationsmischung aus Sanddorn, Fenchel und Hagebutte. Hier steht noch was zu den einzelnen Sorten auch. Die Sorte Sportskanone bringt dein Training auf das nächste Level. Diese Leckerlis schmecken nicht nur ausgesprochen gut, sondern sind gleichzeitig durch die Kartoffel ein perfekter Energielieferant. Rote Beete unterstützt eine gesunde Durchblutung, Karotten stärken das Immunsystem natürlich. So kann eurem Training nichts mehr im Wege stehen. Bei Schlafmütze stand dann: Die Sorte Schlafmütze ist perfekt, um nach einem aufregenden Hundetag gelassen und entspannt einzuschlafen. Abends vor dem Schlafengehen sorgt der Mix aus Baldrian, Hanf und Kamille für einen entspannten Schlaf und schöne Hundeträume. Bierhefe und Biertreber unterstützen die Fellgesundheit und fördern eine gesunde Hautfunktion. Für einen absoluten Schönheitsschlaf für deine Fellnase. Und beim Morgenmuffel, der Gori zerstört hier nebendran das Paket des Napfes. Die Sorte Morgenmuffel ist perfekt für einen guten und gesunden Start in den Tag. Morgens nach dem Aufstehen gibt sie deinem Hund natürlich enthaltene Vitamine, Ballaststoffe und Kohlenhydrate. Euer Abenteuer kann beginnen. So, hier ist jetzt noch sowas mit dabei. So ein kleines Klemmerchen. Und dann, hier sind meine 3 Armbänder, die ich bestellt habe. Also die sehen so aus. In so einem kleinen Beutelchen. Und da stehen auch immer hier verschiedene Leute mit dran. Ich bin Sim zum Beispiel. Und dann haben wir noch Sofat. Und ich bin Rani. Hergestellt in Kambodscha. So, das sieht schon mal nach dem Husky-Armband hier aus. Ich mache aber mal alle auf. Da ist noch sowas dann mit dabei. Diese Armbänder sind natürlich auch perfekt zum Verschenken an Hundebesitzer mit der jeweiligen Rasse, weil dort gibt es wirklich richtig viele Rassen. Ich schaue auch mal, ich gebe mal eine kleine Auswahl, was es gibt. Also einmal gibt es allgemein ein Seelenhund-Armband, das kann man natürlich auch verwenden, wenn es die jeweilige Rasse nicht gibt. Dann ein Mischlingsarmband dunkel, Australian Shepherd ist dabei, Mischlingsarmband hell, Labrador, Husky, Schäferhund. Allgemein ein Hunderunde-Armband, ein Terrier-Armband, dann Seelenhund-Armband geflochten, Regenbogenbrücken-Armband, Golden Retriever, Border Collie, Pudel, Dalmatiner, Herzenshund, nochmal andere Regenbrücken-Armbänder, Sennenhund, Dackel, Havaneser, Spitz, Wolfshund, Malteser, ein Helferinnenarmband in der Peter-Edition, Chihuahua, Dobermann, Beagle, Wischler, andere Mischlingsarmbänder, Labrador geflochten, Streuner, Boxer, Irish Setter, Kampfschmuser und was ist das letzte? Ein Welpenarmband. Ja, das alles gibt's da. Kann man auf der Seite natürlich, die werde ich verlinken, nochmal genau nachlesen. Und jetzt zeige ich die auch mal. Wo habe ich die Erklärungen stehen? Hier.
Also pro Armband wird ein Teil des Erlöses dann an verschiedene Tierschutzprojekte gespendet, nämlich. Dann haben wir hier das Husky-Armband. Das sieht so aus. Jedes Armband ist auch ein Unikat. Das Husky-Armband ist, ich denke mal, man kann es gut erkennen, aus offensichtlichen Gründen. Also es wurde versucht, die Charakteristika ein bisschen der jeweiligen Hunderasse oder die Farben halt einzuarbeiten. Und das hier ist jetzt so schwarz-grau. Ist ja eine typische Husky-Farbe hier. Und mit so eisblauen Perlen für die Augen, die viele Huskys haben. Viele Huskys haben ja blaue Augen, der Gori jetzt zwar nicht, aber das ist ja ganz egal. Man weiß trotzdem, es soll ein Husky sein. Also, hier steht dabei, ein Hund ist bereit zu glauben, dass du bist, was du denkst zu sein. Was bedeutet dein Armband? Es symbolisiert Konzentration, Kontaktfreudigkeit und Sanftmütigkeit, denn das sind die wunderbaren Charaktereigenschaften eines Huskys. Also es wurde nicht nur von der Farbe her geschaut anscheinend, sondern auch von den Eigenschaften der Edelsteine hier. Das nächste, was ich bestellt habe, ist ein Wolfshund-Armband oder Wolfhund-Armband eher wahrscheinlich. Ich schaue mal. Nein, Wolfshund, also wahrscheinlich ein irischer Wolfshund gemeint. Das sieht so aus. Und wo haben wir das hier? Nicht jede Hand, die ich hielt, hatte es verdient, aber jede Pfote. Was bedeutet dein Armband? Es symbolisiert Lebendigkeit, Umgänglichkeit und Furchtlosigkeit. Denn das sind die wunderbaren Charaktereigenschaften eines Wolfshundes. So, dann habe ich noch das Helferinnenarmband, also von Peter. Das ist, sieht so aus. Für eine Welt ohne Tiernutzung, ohne Tierquälerei, ohne Tiermissbrauch. Eine Welt, in der Tiere weder ausgebeutet noch gequält werden. Was bedeutet dein HelferInnen-Armband? Es symbolisiert Glaubwürdigkeit, Leidenschaft, Hartnäckigkeit und Empathie. Mit diesem HelferInnen-Armband unterstützt du die PETA-Kastrations- und Bildungskampagne Peter Helps Romania. Wusstest du, dass ein einziger unkastrierter Hund in nur 6 Jahren bis zu 67.000 Nachkommen zeugen kann? Nein, ich wusste es nicht. Kastrieren hilft, um das Leid ungewollter Tiere in Rumänien zu mindern. So, das waren meine Armbänder. Hier steht auch nochmal Willkommen in der Hunderunde-Bewegung. Wir wollen uns nochmal persönlich bei dir bedanken. Gemeinsam mit dir suchen wir ständig nach Lösungen, um unsere Welt ein Stückchen besser zu machen. Nachhaltigkeit und sozialer Konsum wird immer wichtiger und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen im Tierschutz zu revolutionieren. Du bist jetzt Teil der Hunderunde. Wo unterstützt du? Das ist natürlich auch immer wichtig zu wissen. Mirela und ihr Mann Dragos wohnen knapp 3 Stunden außerhalb von Bukarest. In Rumänien haben sie ihr eigenes privates Tierheim und kümmern sich um rund 200 heimatlose Fellnasen. Mirela nennt ihr Shelter den fröhlichen Kindergarten und genau das strahlt er auch aus. Wir freuen uns sehr, sie gemeinsam mit dir zu unterstützen. So tut dein Kauf Gutes. Man kauft ein Produkt, es gibt eine Futterspende ans Tierheim. Im Tierheim hat man dann mehr Geld für Medikamente und Kastrationen. Und du und die Tierschutzhunde sind glücklich. Und dadurch kann Hunderunde noch mehr planen, um den Tierschutz weiter zu unterstützen. So, so viel zur Hunderunde. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei, die werde ich verlinken. Und dann werde ich natürlich auch diese Sorten hier ausprobieren. Das Konzept ist nämlich auch ganz toll, dass man einen Tag Futter für einen Straßenhund in Not durch einen dieser Leckerli-Beutel hier schafft.
gerade aus dem Fenster. Der war mal kurzzeitig einfach weg und jetzt ist er wieder da. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreib auch gerne einen Kommentar, ob du die Hunderunde schon kennst, ob du auch schon unterstützt hast oder welchen Hund du hast oder welches Armband du gerne kaufen würdest. Das würde mich interessieren. Und dann freue ich mich darauf, euch in einem nächsten Video wiederzusehen. Bis dann!